Hallo und herzlich willkommen, heute wieder mit einem neuen Tower Review, diesmal mit Scorn von der aktuellen Transformers Movie Line 4. Ich finde es sehr interessant, dass jetzt natürlich die Dinobots endlich mal als Figur mal wieder aufgelegt werden, auch wenn teilweise sehr neue Charaktere rauskommen. Ja, ich bin eigentlich von den Figuren sehr begeistert, auch wenn mich immer noch dieses ganze Gummigedöns an den Figuren sehr stört, da ich aus Erfahrung von Hasbro-Figuren weiß, dass sie in 10 Jahren auf jeden Fall bröckeln werden, was ich sehr schade finde. Allgemein aber absolut super geil, was diesmal mit den Figuren umgesetzt wurde. Und ich muss sagen, die Figuren von der Qualität und auch von der Bemalung her sind einfach bis jetzt unbeschreiblich. Super, geil. Also mir gefallen sie. Kommen wir jetzt einfach mal erstmal zu den Kleinigkeiten. Wir fangen einfach mal jetzt von vorne an. Einmal zeige ich euch jetzt einfach mal die Verpackung. Die Verpackung ist sehr interessant gestaltet. Einmal haben wir natürlich Scorn im Spinosaurus-Modus. Und hier oben einmal im Roboter-Modus. Was ich allerdings hier sagen muss, hier hat Hasbro echt schlecht mit den Beinen fertiggebracht. Ja, hier muss ich immer wieder sagen, Hasbro kriegt es nicht auf die Reihe, fähige Leute für die Präsentation der Figuren und auch für das Design der Packung zu engagieren. Aber na gut, vielleicht ändert sich das irgendwann einmal. Die Beschreibungen sind sehr spärlich natürlich, auch wie immer gesät. Man sieht es hier oben, hier steht einfach nur, hat einen Kiefer eines Dinosauriers. Huhuhu, ist ja auch kein Dinobot. Nein, Ironie pur. Ja, ansonsten, wir sehen hier ihn einmal ganz groß im Roboter, im Dino-Modus quasi. Ich finde, er sieht ziemlich brachial und ziemlich böse aus. Es wundert mich sehr, dass er ein Autobot und kein Dinobot ist. Kein Decepticon, Entschuldigung. Aber ja, ich finde, die Figuren auch vom Design her sind echt gut gemacht. Die Verpackung, es gefällt mir sehr, dass hier einmal dieses Inlay hier nochmal ist mit dem Artwork. Vorne komplett durchsichtig. Hier auch dieser durchsichtige Schriftzug gefällt mir sehr gut. Ja, und wir haben hier, ich habe es noch nicht rausgeholt, für die Transformation braucht man eigentlich keine Beschreibung. Wir haben hier dann natürlich einmal das Heftchen für die Sicherheitsbestimmung, bla und hingedöns. Und dann haben wir hier noch einmal diese DIN A4 Seite. Mehr brauchen die Figuren mittlerweile nicht mehr für die Transformation. Haben wir hier einmal schön abgebildet, natürlich die farbigen Stellen, wie sie dann quasi transformiert werden. Ich muss sogar sagen, hier hat Hasbro von der Qualität her wieder einen draufgesetzt. Das heißt, man sieht sehr viele kleine Details bei den Figuren an den Bildern. Das finde ich ganz gut. Das hat bis jetzt eigentlich nur TFC Toys gehabt. Bei den alten Figuren war es immer sehr kurzlebig und sehr schnell, was die Transformationen anging. Wie gesagt, es hat sich hier eine Menge gemacht von den Beschreibungen. Gefällt mir sehr. Auch wenn sie kleiner geworden sind, das macht dem Ganzen gar keinen Abbruch. So, die Verpackung stehe ich jetzt einfach mal zur Seite, damit der Fokus nicht spinnt. Und wir kommen jetzt einfach mal zu der Figur an sich. Ja, der Spinosaurus-Modus ist, finde ich, sehr gut gewählt worden. Auch die rote Farbe passt sehr gut zu dieser Figur. Ich sehe gerade, ich habe den Unterkiefer nicht richtig umgeklappt. So, schon besser. Der Schwanz ist hier aus hartem Gummi. Er ist hier besprüht mit einer metallischen Rotfarbe, die von Rot in Richtung rosaartig Silber, keine Ahnung, in Richtung Silber übergeht. Das heißt, hier ist der Übergang echt gut gemacht. Man sieht es jetzt hier leider auf der Kamera nicht so gut. Aber wie gesagt, echt gut. Finde ich super, diese Farbübergänge. Wir sehen einmal hier ganz groß das Autobot-Symbol auf der Seite. Der Kamm. Auch mit roten Airbrush-Verzierungen. Und ja, auch das Gesicht, finde ich, ist sehr gut gelungen. Man kann natürlich auch den Mund öffnen. Also es ist schon echt gut gelungen, auch von Details, auch innen drinne. Man sieht ja auch die Zunge und alles. Der Kopf ist im Dino-Modus natürlich auch beweglich. Zur Seite drehbar, nach oben winkelbar, wie auch immer. Finde ich ziemlich gut gemacht. Die Augen haben jetzt auf den Verpackungen irgendwie besser gewirkt. Ich dachte, die wären so durchsichtig, aber nein, es ist einfach nur ein
grünes, hellgrünes, mintfarbenes Plastik. Trotzdem, ja, nicht schlecht gemacht. Und auch hier, wir sehen auch die Details am Hals, sind einfach sehr schick. Ich muss natürlich dazu sagen, den Hals kann man ja in beide Richtungen drehen. Nur in die eine Richtung, muss ich sagen, hakt es bei mir ziemlich. Die Arme sind auf Kugelgelenken und lassen sich dementsprechend natürlich auch bewegen. Fallen natürlich auch leicht ab, wenn man zu hoch dreht. Schöner Vorführeffekt. Der Roboterschwanz ist hier fest mit zwei Pins gemacht und hier unten mit einem Hüftgelenk, wie auch immer. Und hier im Schwanz haben wir natürlich seine Waffe drin, das Schwert. Die Füße sind auch eigentlich recht gelenkig. Man kann sie jetzt nach vorne drehen. Leider hat er hier unten kein Gelenk drin, was ich sehr schade finde. Dadurch hätte man vielleicht so eine Gehbewegung vielleicht hinkriegen können für Dioramen etc. Sehr schade eigentlich, aber trotzdem ziemlich gut. Was mich an dieser Figur, wie gesagt, sehr stört, sind diese Gummiteile. Ich habe es aus der Verpackung genommen und es war richtig so zur Seite gedreht. Also ich habe es mit Föhn erhitzt und dann in Position gebracht und rapide im Kühlschrank abgekühlt. Seitdem ist das Gummi eigentlich sehr gut in Position. Hat jetzt noch einen leichten Linkstrall, aber ansonsten hält's. Kann ich sehr jedem empfehlen, um das Gummi in Position zu bringen. Ja, und ja, allgemein, wie gesagt, sehr schön gemacht. Gefällt mir auf jeden Fall. Um ihn jetzt mal zu vergleichen mit den anderen Movie-Figuren von der Größe her. Das heißt also, der Dino-Modus passt sehr gut. Auch wenn ich finde, er ist ein bisschen klein geworden vielleicht. Aber nun gut. Mal abwarten, wie natürlich dann der Grimlock von der Größe her wirkt. So, kommen wir jetzt einfach mal zur Transformation. Die Transformation ist sehr simpel gemacht. Auch wenn sie sehr nette, viele kleine Features besitzt. So, das erste, was wir machen, ist hier oben diese Kämme auf dem Rücken herauszunehmen. Hier aus diese Stifte aus dem Rücken herausziehen. Und dann einfach einmal nach hinten drehen. So, das ist Schritt 1. Dann lösen wir am besten hier unten erstmal das Hüftgelenk. Hier es gibt diesen Pin hier unten frei, der in dem Schwanz hier unten drin ist. Hier unten dieser kleine Pin. Drehen den Schwanz so nach oben. Dann einmal das untere Halsteil drehen wir so nach vorne und biegen es unter den Kiefer. Dann lösen wir einmal hier unten die Arme, winkeln die so an. Ist ganz simpel. Dann anschließend drehen wir hier die Hüften zur Seite auf beiden Seiten. Dann ziehen wir die Beine lang. Auch hier. Auch ziemlich simpel. So, jetzt einmal die Hüfte komplett runterdrehen. So. Und jetzt zu guter Letzt einfach mal den roten Part nach vorne drehen. Wenn man nach vorne dreht, sehen wir gleich hier oben an dem Kopf. Es gibt ein kleines Automorph-Feature und die ganze Hüfte mit den Schultern biegt sich nach oben. Was ich ziemlich geil gelungen finde. So, dann müssen wir jetzt noch ich guck mal, ob ich einen Fehler gemacht habe. Nein, habe ich nicht. Die Beine nach vorne drehen. Nee, Quatsch. Ha, mein Fehler. Stimmt ja. Wir drehen hier vorne diese mittlere Kralle einmal hier unten raus und drehen die nach vorne. So, das gleiche hier. Und schon sind eigentlich die Beine schon verwandelt. Auch hier haben wir diesen Mokassin-Look. So, und jetzt allerdings bei den Beinen müssen wir hier noch dieses Außenteil nach außen drehen, das rote. Diese Fin. So, das gleiche hier. Und innen drin diese Silberpanels auch, um die Beine quasi zu verstärken und ein bisschen größer wirken zu lassen. So. Die Beine sind jetzt quasi fertig. Jetzt nehmen wir hier vorne diesen Arm, drehen die Schultern einmal in die gerade Position. So. Jetzt drehen wir hier unten den Arm nach unten. Drehen dieses Teil hier oben im Kopf nach vorne, um die Hand zu bilden. Drehen das Ganze einmal herum. Schon haben wir jetzt quasi den Arm fertig.
In der Verpackung steht jetzt drin, man sollte eigentlich diesen Mund aufklappen, so. Ich muss ganz ehrlich sagen, es gefällt mir überhaupt nicht, weil dadurch haben wir hier dieses Loch oben im Kopf drin und das sieht, ja, einfach nur scheußlich aus. Deswegen drehe ich das einfach wieder zusammen und drehe das nach vorne und lasse es so. Wir können natürlich auch, um wie so eine Art Spike an den Ellenbogen zu geben, ja, dieses Halsteil so drehen. Anschließend drehen wir hier auch den Arm nach unten, so nach vorne. Nicht wundern, er hat keinen Arm, sondern dieser Schwanz ist quasi wie so eine Art Peitsche. Ich könnte mir gut vorstellen, dass hier oben diese Spitze, diese kleinen, diese wie so eine Art Keule, dass es wie so kleine Finger sind. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ja, so, jetzt ist diese Figur fast fertig. Jetzt müssen wir noch den Kopf herausziehen. Das Automorph-Feature leider nicht dahingehend funktioniert, dass man den Kopf komplett damit rausziehen kann. So, und jetzt sind wir schon fast fertig, wie gesagt. Jetzt haben wir noch die Möglichkeit, hier vorne, dieses Teil, komplett. Ich habe jetzt viele gesehen, die lassen wirklich dieses Hinterteil quasi einfach hier runterhängen. Ist aber falsch. Es wird nach oben gedreht. Und anschließend werden diese Arme auf den Rücken gedreht. So. Ihr fragt euch, wo ich denke, dass es so ist. Ganz einfach. Hier vorne ist ein kleiner Schlitz. Ich versuche immer ran zu zoomen. Hier vorne. Und hier ist ein kleiner Pack. Das kleine Pack wird so ineinander gedrückt. Und schon hält das ganze Rückenmodul jetzt so fest. Viele mögen es nicht, da jetzt natürlich der Rücken so extrem nach hinten zeigt. Deswegen drehen viele es auch nach unten. Aber das ist Geschmackssache. Ja, so, die Figur ist jetzt fertig verwandelt. Wir haben jetzt noch die Möglichkeit, das Schwert hier unten herauszunehmen. In der Takara-Version ist das Schwert ja auch mal mit Airbrush teilweise silber gestaltet, was ich natürlich sehr cool finde. Schade, dass es hier natürlich in dieser Version, in der deutschen Version, nicht der Fall ist. Ja, das Schwert können wir noch, ihm noch in die Hand geben. So. Ja, und jetzt ist quasi Scorn komplett fertig verwandelt. Ich finde eine ziemlich geile Figur, sehr impulsant, sehr, sehr geil, sehr, ja, er sieht einfach genial aus. Und ja, ich sag mal so, wenn man mal so die Details sich so ein bisschen durch den Kopf gehen lässt, allein diese Finnen am Rücken sehen einfach nur brachial böse aus. Ist eine geile Sache. Das kenne ich jetzt höchstens so von ja, von Flugzeugen, von der früheren G1-Line etc., dass sie auf den Rücken gekippt werden. Finde ich ziemlich gut gemacht. Wir sehen natürlich auch hier wieder ganz groß das Autobot-Symbol, wenn es natürlich jetzt nicht unbedingt stark blendet, das Licht. Hier vorne auf der Brust. Und die Details der Figur sind einfach nur wunderschön gemacht. Diese ganzen kleinen ja, Details, die man hier sieht, über die Knie, über die Füße. Es ist einfach, wie gesagt, eine bildhübsche Figur. Wir haben natürlich hier auch, ich weiß nicht, was es für einen Sinn macht, grob in der Hüfte hier Zähne. Sieht fast aus, als wenn das der Kopf sein soll. Ich kann es nicht ganz nachvollziehen, wieso das so gemacht wurde. Aber es ist, ja, ganz nett. Ja, wie gesagt, ihr seht auch hier diese schönen kleinen Details. Der Kopf, wie gesagt, ist mal die Hand. Das ist auch mal was Neues. Wir kennen es höchstens so vom Megatron aus der Beast Wars Line, dass er natürlich den Kopf als Hand hatte. Aber es hat natürlich hier die Hand an sich gefehlt und die ist natürlich hier schön eingearbeitet. Und auch, wir sehen auf der Rückseite die Figur, auch die Schulter, sehr massiv, sehr schön gemacht. Wie gesagt, die Füße. Ich bin hellauf begeistert von dieser Figur und gebe dieser Figur, auch wenn ich es schade finde, dass sie natürlich hier keine richtige Hand hat. Hier wäre es schön gewesen, wenn dieser Schwanz einen Hohlraum hätte und hier wäre die Hand reingeschoben, dass man die rausziehen könnte. Das wäre jetzt richtig geil gewesen. Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich mit dieser Figur mehr als zufrieden, genauso natürlich wie mit den anderen Dinobots, und gebe dieser Figur hier im Dinobot, also im Dino-Modus, sowie im Roboter-Modus volle 10 von 10 Punkten. Die Bemalung ist diesmal unschlagbar gut gelungen. Hier muss ich Hasbro echt mal wirklich Daumen hoch zeigen.
Auch wenn ich immer noch ziemlich skeptisch bin wegen dieser Airbrush-Farbe hier mitten auf diesem Gummi. Die wird sich garantiert irgendwann ablösen und porös werden, was ich schade finde. Das hätte man auch besser machen können. Allerdings, ja, volle 10 von 10 Punkten, was soll ich da schon mehr sagen? Ja, das war's für heute mit meinem neuen Toy Review von Scorn, der neuen Transformers Movie 4 Line. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Als nächstes zeige ich dann noch euch Crosshairs und natürlich auch noch die restlichen. Ja, wir sehen uns bei meinem nächsten Toy Review und ich sag bis dahin, bis demnächst. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet oder empfehlen würdet. Wir sehen uns, euer Rexfor.